Tag und Mahlzeit. Wir spielen heute mal eine Runde Rainbow Six Vegas 2. Ein alter Klassiker für Leute, die die Rainbow Six Reihe kennen. Rainbow Six Vegas ist der letzte Teil, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Der ist 2008 rausgekommen. 2013 soll ein neuer Teil rauskommen. Gucken wir mal. Vielleicht let's playen wir den auch mal und dann könnt ihr euch da mal das Spiel mal angucken, den neuen Teil. Wie auch immer, wir spielen jetzt mal eine Runde Terroristenjagd, weil wir keine Noobs sind, spielen wir im höchsten Schwierigkeitsgrad, also realistisch. Und dann geht's mal los. Kurz für euch als Info, ich hatte das Spiel schon ein Stücke gespielt, hab halt echt scheiße viel freigeschalten. Aureor, der mitspielt, der da drüben an der Wand rumsteht, der ist noch Rang 1 oder Rang 2, wie auch immer. So, na dann, Aureor, bist du am Start? Auf jeden Fall. Gut, dann lass es mal durchrocken. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal einen Schalldämpfer rauf hier und dann gehen wir los. Ganz gut. Vegas 2 oder beziehungsweise Rainbow Six ist halt doch sehr arkadisch, beziehungsweise der neue Teil hier. Spielt sich, ist halt auch von Tom Clancy, spielt sich wahrscheinlich wie die ersten Teile, die ich alle nicht gespielt habe, aber macht einen Mordsgaudi, kann ich echt so sagen. So, ich überlege gerade, holst du den Typen, der da an der Wand steht? Siehst du den? Ja, das Problem, da musst du mich mal dahin lassen. Ja. Das ist ja, normale, also durch jemand, wenn man jemand erschießt, kriegt man ganz entspannt 10 Punkte. Das ist dann mal eine Rauchgranate, dass wir uns dann von der Seite anschießen. Und wenn man halt Leute in verschiedensten Situationen erschießt, kriegt man noch Zusatzpunkte, die dann dazu führen, dass man halt ja bestimmte Dinge freischalten kann und so weiter. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich sehe da einen am Auto. Hab ich. Okay, wo ist er weg? Ich bin nach, am Nachladen. Ich renne mal an die Wand mit irgendwann, ja, an die Scheiben. Oh, jetzt holen wir dich gleich. Ja, das wäre echt cool, dann kannst du dich hier und da drin mal wegschießen. Schau mal. Da ist einer in der Mitte da. Ah, ich seh ihn schon. Moment. Durch den Fenster einfach mal abschneiden. Typen hab ich am Fenster? Ja, da steht noch einer. Warte, da kommt wieder vorne aus der Tür raus. Hast du den? Ja, ich hab ihn. Ja. In dem Raum hinten sehe ich nichts. Ich würde sagen, wir gehen hinten vorbei. Ich würde nicht durch die Häuser gehen. Das ist zu eng. Also nicht, dass ich es nicht eng mag, aber muss ja nicht sein. Oh Mann. Okay. Hinter dir? Ja, für alle Leute, man kann. Achtung, sie. Dafür habe ich. Man kann sich hier die Skins und die Klamotten und alle drum und dran, wenn man sie alle selber zusammenbasteln, wenn man gerade lustig ist. Was hast du denn endlich? Hast du da Schneetarn oder was hast du dir ausgesucht? Nee, Stofftarn. Aber da stehe ich aus für mich. Also ich habe vergessen, auf mein Gesichtszahn zu verändern. Das passt nicht so gut zusammen, aber ist ja auch egal. Ja. Also auf jeden Fall ist die Sonnenbrille stylisch. Also Aurea hat auf alle Fälle so einen Urban-Tarn. Ich habe den Tropentarn von der deutschen Bundeswehr. Da gibt es x-tausend verschiedene Sachen. Und je weiter man spielt, je weiter man kommt, desto mehr Sachen kann man freischalten. Und irgendwann kann man sogar seinen eigenen Tarn zusammensetzen. Ich renne mal hier rechts rum. Ja, der ist da. So. Gott. Treff ihn nochmal. Nachladen. Geh in das Auto. Weil ich spiele es jetzt so. Wir spielen, wie gesagt, der Terroristenjagd. Boah, wo kommt der denn her? Tappen. Man kann natürlich auch jetzt die Singleplayer-Kampagne im Fort spielen. Bis zu 4 Mann. Ich glaube, der Singleplayer bist du zu dritt? Nee. Oh, da ist er runter. Ich glaube, nicht viermal rumhängen. Ach Gott.
stimmt. Hast du eine Tür? Hast du. Was mich ein bisschen ärgert in dem Spiel, zumindest an der Terroristenjagd, ist, egal in welchen Sektor man reinkommt, also man erscheint, man läuft immer von Sektor zu Sektor, muss man sich vorstellen, und die Bots spawnen dann halt immer wieder neu. Das heißt, die Bots sind nicht auf der Karte vorhanden und rennen da irgendwie rum, sondern die spawnen immer, wenn man in einen bestimmten Sektor reinkommt. Das heißt, man muss halt immer aufpassen, dass sie auch nicht von hinten kommen, weil die halt um einen herum spawnen. Ja, das ist manchmal echt ärgerlich. Jetzt kommen sie. Ich bin leer. Ich bin mal links am Lachen. Bei mir ist einer, da vorne. So, ich bin jetzt Meisterschütze, also Meisterlevel Schütze 41. Jetzt ist es, wovon ich euch gesprochen, also was ich vorhin gesagt habe. Wenn man halt irgendwelche Leute hinter irgendwelchen Ecken erschießt, wenn man blind feuert, also eine Geschichten, wenn man Leute mit Granaten tötet, geht die Treppe hoch, ja. Dann bekommt man halt Zusatzpunkte und die Zusatzpunkte. Warte mal, eine Blendgranate. Ja. Wo muss er denn sitzen? Super, aber ich hab einmal tot. Ich war gerade zu kommen, einen Special Move abzugehen hier. Und die mit. Von unten! Alter. Ist aber los, ja. Nein! Bin ich gestorben? Ja. Gut. Ja. Gleich nochmal. Zack, auf eine neue Runde. So, gucken wir mal. Ich mach mal einen Schalldämpfer ab hier. Soll ich mir wieder den Typen hinten holen? Ja, schießen wir weg da. Diesmal können wir ja durch die Hütte mal gehen. Ah, der scheiß Rauchgranate. Kacke. Ich kann die Straße nicht ansehen. Schon. Nee, ich sehe dahinter, der Schatten. Oh Gott, da ist er noch. Dankeschön. Nein, da hinten links war noch einer. Also ich sehe gerade überhaupt nicht durch. Renn nicht weg, du Sack. Bleib stehen. Mission verfehlt. Ja, also ihr merkt, man stirbt relativ schnell. Ist echt nicht einfach. Aber ne, wenn es zu einfach wäre, würde es keinen Spaß machen. So. Oh ja, bist du im Start? Meine Maus funktioniert schon wieder nicht, so jetzt. Ja, meine Wanne hat mich gerade auch nicht nutzen. Ich konnte gerade nicht mehr hergucken. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Ja, manchmal sind die halt, manchmal spawnen die halt woanders, ne? Manchmal trifft man auch im Spiel nicht, Alter. Also auf rechts kommt einer runter, der hat mich erwischt. Ja, genau. Ja, also ihr merkt, entweder sind wir Noobs oder die Bots sind zu stark, man weiß es nicht genau. Wie gesagt, wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Krasser kann's nicht werden. Und auf der höchsten Feindlichte, also wir spielen wirklich mit 45 Feinden. Dieser kleine Map, das ist schon ganz gewaltig. Aber irgendwie trifft ihr auch mit der scheiß Knarre nicht, ey. Ich dachte, ich gesehen, dass sie es genauer hat. Ja. Und er läuft erstmal durchs Feuer durch. Auch geil. Nicht Jesus, der über das Wasser lief, sondern der Bot, der durchs Feuer lief. Ist der in der Hütte innen drin? Oh, da sind sogar zwei drin. Zeigt euch.
Bleib in der Deckung. Kann ich nachladen? Warte, den Typen kriegt dann an der Säule. Ja, sehr schön. Einfach mal blind in die Ecke geschossen. Ich geh ans Fenster ran hier drüben. Da war doch gerade einer. Gucken, ob die Leute hier hinten noch drin sind. Ja, das ist immer total schlecht. Du kommst in die Ecke und bist sofort tot. Der riecht dich quasi schon. Holst du hin, du Sack? Komm her. Ah, jetzt bist du hier, Simon. Du müsst ja irgendwo noch rumlaufen. Da hält der Retter. Ich bin wieder bei dir. Oh. Jetzt ist er weggerannt. Scheiße. Also durchs Haus lag's, ja. Ja, ich bin ins Fenster reingejumpt. Geh hier auf der anderen Seite rein. Bin in den ersten Raum reingegangen vorne. Was man vielleicht auch noch dazu sagen könnte, ist, in der Story, wenn man die alleine spielt, hat man ein Ziel zugewiesen, das man dann auch befehligen kann und den auch, also die auch steuern kann und den halt befehlen kann, wo die langlaufen sollen. Da ruppt die Tür. Oh, pass auf, von hinten hier, der kommt. Bin ich fast klar. Wo kommt er denn her? Hier ist einer. Ich hab, warte, ich muss mal kurz Knarre tauschen. Ich hab gerade über den Kopf geschossen, Alter. Ich hab den gerade in der vollen Rinne braten. Ich geh rein in den Raum. Bin drinne. Wollen wir Waffe wechseln? Moment. Nehmen wir hier. Oh, die Tür zu hier. Das hören, wenn einer kommt. Okay, die Tür ist weg. Kann man nicht mehr viel machen. Lass mich nicht wegschießen, Alter. Achtung, werf eine Granate. Links. Da wird er einfach mal eiskalt zerschossen. Ah. So muss es gemacht werden. Ja, Rinder, los. Gang ist frei. Die Deckung muss man schnell mal wechseln. Moment. Okay. Ja. Ist auch frei. Oder auch nicht. Der ist tot. Im Gang kommt auch einer. Okay, den habe ich. Oh. Jetzt wurde geschossen. Moment, bleib am Leben, dass ich gleich spawnen kann. 17 Gegner sind noch. In 8 Sekunden bin ich da. Bist du mit Pumpgun? Tust ja nicht. Hm. Verdammt. Shit, ey, Mann. So schnell kann es gehen, ey. So, und dann noch auf eine nächste Runde. Ja, langsam wird's doch. 17 Gegner waren es noch gewesen. Siehst du den am roten Auto? Ich schleich mal rüber, ja? Bauen wir mal schnell den Schalldämpfer ran. Oh, jetzt hoppen die Tür so rum. Alter, das war jetzt gerade zu viel, ey. Ich bin versteckt. Alter. Die übertreiben schon wieder schamlos hier. Schnauze da drüben, Alter. Kusche zu. Alter. Stirb. Ah, hinter mir. Mann, warum war denn da noch einer? Mensch, der kommt normalerweise immer sofort am Anfang schon um die Ecke. Tja, aufpassen. Waren ja ganz hinten, ne? Das ist doch das, was du meinst, dass sie manchmal auch erst später spawnen. Das steht ja, ja, und dann spawnen halt hinter dir halt und so eine Geschichte, ne? Das ist halt echt ein bisschen. Ja, das ist. Hagel aber. Wo ist denn der? Der gammelt hier links, glaube ich. Hoppen. So.
Bin vorne an der Palme. Boah, ich hab einen ähnlichen Turnschuh, das geht gar nicht. Ist da ein Panzer drin? Jo, pass auf. Ich geh ans Auto ran. Ich bin am Auto vorne am Grün. Na, die war jetzt aber schlecht gebrochen. Ja, das ist... Soll ich da meine Rinnen hauen ins Fenster? Mal in die Tür? Jetzt hab ich aber geschafft. Bam. Geh an die Tür vorne ran. Wenn das rein, dann geht mir recht durchs Fenster. Von hinten! Und jetzt wurde geschossen. Bleib am Leben. Also man hat immer zwei Leben. Beziehungsweise, da war ja gerade jemand, versucht. Einfach rüberhalten. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, um die Ecke zu gucken und einmal um die Ecke zu halten. Gut, wir machen jetzt Last Try. Und dann würde ich sagen, machen wir mal... Jetzt kannst du mir mal erzählen, wie der mich gerade getötet hat. Ich stand gerade hinter der Wand. Ah, ist ein Bot. Bots können durch die Wände schießen. Die haben den Darfschein. Oh Mann. Oh. Komm, ich setz genau auf meine Frontfarbe rein, dann. Halt deinen Nachladen. Ah, Knarre wechseln. Nee, die nicht. Die echte Knarre. Und man kann auch die Türen zerballern. Oder beziehungsweise aufschießen. Mann, das gibt's doch nicht. Wo ist denn der? Da weiß ich nicht, irgendwo am Ende der Map, ey. Da ganz drüben, genau. Der hat mich sofort getroffen mit zwei Schuss oder so. Naja, das ist halt wirklich, also man muss echt gucken, dass man hier hinter Deckung bleibt und dass man auch diese Ruhepausen dann halt auch nimmt, ne? Also wie man jetzt sieht, wenn man angeschossen wird, dann wird es richtig rieselig. Das ist jetzt nicht irgendwie Fehler bei euch, sondern es ist wirklich... Ich sehe den nicht. Ah, warte. Zack. So. Wenn man angeschossen wird, ist es halt wie bei Battlefield oder so, dass dann der Schild so umgedroht wird. Pisser! Die auch nicht durch, oder? Oh, nachladen! Achtung, da kommt noch einer in den Raum rein! Kappen! Ich spring mal durch die Tür, ja? Durchs Fenster. Und das passiert, wenn man sich um die Ecke lehnt. Scheiße. Suft, der ist da irgendwo. Ich hab nie gesehen, der muss irgendwie auf der rechten Seite des Raumes sein. Da ist er. Sehr schön. Sorry, du bist aber gerade so. Ja, ich bin ja, ich hab einen Spawnschutz für meinen. Okay, super. Komm! Alter! Ja, wie ihr gerade gesehen habt. Ist der gerade gespawnt? Hinten der Raum ist frei. Da wo die immer rumstehen, da die sind. Schön, wie der Tür drin geballert. So, ich sehe keinen hier. Aber ich will hier nicht durchgehen. Lass uns mal. Willst du da durchgehen? Ja, wir gehen da durch. Komm mal. Warte, ich hab eine Granate drin. Oh, mich hat er. Gut, das war's. Wir machen jetzt erstmal Schluss hier. wenn es euch gefallen hat, kommentieren und dann können wir gerne noch ein paar andere Let's Plays machen, andere Karten, vielleicht auch mal im Singleplayer spielen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob ihr mehr sehen wollt. Vor allem, ob ihr den neuen Teil sehen wollt. Ja? Dann werde ich mir den zulegen. Und dann kann ich euch den neuen Teil mal zeigen. Ja, gut, dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüssikowski. Ciao, ciao. Bis später.